Palim Palim, grüß euch zu Kult Chaos. Mit Roman. Wir starten heute mit Ever Painting und klassisch Plasmatic Bolt. Tja, initial kümmern wir uns jetzt gleich um die Base. Wir haben halt unten quasi so ein Ornament oder was auch immer das sein soll. Das wollte ich jetzt ein bisschen glowy gestalten. Da knallen wir unten quasi Plasmatic Bolt hinein. Und gleichzeitig im nächsten Schritt werden wir nass, also ein bisschen Wetblending sozusagen, die zweite Farbe gleich hinzumischen. Das wird dann im Anschluss Sand Golem sein. Ansonsten herzlich willkommen zum heutigen schnellen Painting-Abend zu Everrain Part 10 und ich wünsche euch viel Spaß. Und am Schluss gibt es unverändert wieder ein bisschen Senf-Kommentar und das gefinischte Mini. Bis gleich. So, das Ganze sieht für den Anfang schon mal ganz gut aus. Ein bisschen glowy, ein bisschen stimmig. Im nächsten Schritt nehmen wir ein Purple bzw. ein Pink und kümmern uns um die Tentakel, die was quasi von diesen Ungetümen davon wachsen. Wir verdünnen aber die ganze Partie mit ein bisschen an Medium im nächsten Schritt, also mit Purple Alchemy, ein bisschen selbstgemischtes Medium hinzu. Und je nach Intensität könnt ihr natürlich eine oder zwei oder auch mehrere Schichten darauf knallen. Ja. Ich würde empfehlen, immer mit weniger zu beginnen und das Ganze zu steigern.
soll das Ganze schon ein bisschen tentakelig und ekelig aus. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt quasi mit einem Smoothie knalligen Blau um die Kapuze auf der Birne kümmern. Und zwar nehmen wir in dem Fall Magic Blue. Das könnt ihr ganz unbeachtet pur auftragen, da müsst ihr nichts verdünnen, da kann euch ordentlich blau durchknallen. Nicht schrecken, das schaut natürlich sehr heftig aus am Anfang, aber bis zum Schluss werden wir das Ganze schon sehr passend gestalten, keine Sorge. So, mit diesem Blau haben wir dann genauso natürlich auch ein bisschen die obere Hälfte der Tentakel mitgenommen. Oder diesen Greifarmen oder was auch immer, ist ganz egal. Ja. Macht das Ganze ein bisschen stimmiger. Da könnt ihr genauso ein bisschen nass hineinblenden, damit wir ein bisschen an Farbverlauf haben. Im nächsten Schritt werden wir Highland Blue verwenden. Hier würde ich empfehlen, aber Highland Blue etwas zu verdünnen mit einem Medium und im ersten Schritt quasi das komplette Untergewand einmal zu färben. Wir wollen ja hier letztendlich ein bisschen einen Speed Adjust machen, also das heißt Schnellfarbe halbwegs stimmig raufpacken. Also Highland Blue, ordentlich verdünnen und keine Scham, ob es irgendwas irgendwie übermalt, das ist überhaupt kein Problem. Das werden wir im Anschluss in den nächsten Schritten dann ein bisschen nachkorrigieren. So, das wirkt schon ganz stimmig. Wir werden jetzt aber noch einen Blauton gleich hinzufügen, gleich nass in nass, also ihr braucht gar nicht auf Trocknungszeit schauen. Ihr könnt natürlich der unterschiedlichste Blautöne wählen, je nachdem, wie es euch beliebt. In meinem Fall ist es Magic Blue.
Und hier werden wir nur ausschließlich ein paar Parts betonen, wie zum Beispiel die Parts, wo diese komischen Querverstrebungen auf diesem Mantel runterhängen. Gar nicht viel auf Genauigkeit, schon tintet es ordentlich rein und im Anschluss sehen wir uns im nächsten Schritt. So, der Kultist wirkt schon etwas kultistiger aus meiner Sicht, aber wir kümmern uns jetzt quasi um ein paar Details mit Hardenleder. Es kann natürlich irgendein braunen Ton sein. Das heißt, wir kümmern uns initial einmal um dieses Buch, was er da umgehängt hat, und weiterführend dann unten am Rock diese komischen hölzernen Querverstrebungen, Knochen, was auch immer das sein soll. Schaut nicht zu viel auf Genauigkeit, wer natürlich will, gerne. Meine Just war es in dem Fall nicht, das heißt, ich bin da ganz grob drüber gefahren, dass quasi über diesen zwei Blautönen ein brauner Schimmer quasi darüber liegt. So, zu Blau passt Rot, aus meiner Sicht ganz gut dazu, deswegen nehmen wir ein knalliges Rot, in dem Fall Slaughtered Red von den Speedpaints. Und hier werden wir zwei Schritte tun. Einerseits dieses komische Medaillon oder was auch immer, das ist das, was er am Gürtel hat, einmal bemalen und dann kann man zusätzlich noch vielleicht den Rock bzw. ein paar so Bandagen oben nur ein bisschen glasen damit, wenn man will, damit es ein bisschen an rötlich blutigen Touch hat. Okay? So, schaut glaube ich ganz gut aus. Im nächsten Step haben wir quasi eigentlich nur mal eine oder zwei Partien, die uns noch fehlen. Crusader Skin für unseren Hautton. Könnt ihr entweder pur auftragen, in dem Fall habe ich es pur aufgetragen. Recht viel Haut haben wir in dem Fall nicht, denn sind ja quasi nur die Unterarme und die Hände. So, im nächsten Schritt kümmern sich wir um diese Klingen und die Waffen. Ebenfalls keep it simple. Ein Schwarz von den Speedpaints, in dem Fall Grimblack. Pur verwendet, verwende ich das quasi auf dem Griff, die komplette Klinge, als Grundfarbe. Ja, erstens wirkt es sehr schön und sehr stimmig aus meiner Sicht. Und zweitens werden wir das Ganze dann nachher noch ein bisschen pinken, damit es nicht nur blankes Schwarz ist.
So, einen Zwischenschritt habe ich nicht gefilmt, und zwar ist klassisch die äußere Rim von der Base von mir mit diesem gleichen Slaughter Trade mit der Airbrush bearbeitet worden. Ihr werdet das dann quasi im nächsten Schritt oder im nächsten Schnitt dann gleich sehen. Aber darauf folgend, im nächsten Schnitt kommen wir gleich zu den Details, und das ist wieder keep it simple. Wir nehmen einen alten Pinsel zum Trockenbürsten, und in dem Fall von Vallejo, von den Game Colors Pure White. Und wir trockenbürsten einfach die komplette Miniatur an den Stellen, wo wir quasi Details haben wollen. Zum Beispiel Augenmerk auf das Schwarz der vorherigen Klinge, ein bisschen auf die Kapuze, auf die Base unten, damit ein paar Steine quasi erhaben sind. Ja, und das könnt ihr eigentlich letztendlich ganz für euch selber entscheiden, wie euch es letztendlich gefällt, was ihr für gut oder was ihr für schlecht empfindet. Ihr könnt das Drybrushen in unterschiedlichsten Schritten natürlich weiterführen. Ihr könnt jetzt unterschiedliche Farben verwenden. Bleibt ganz euch überlassen. Painting Time bei mir war in dem Fall exklusive Filmen. Ich habe für euch wieder mitgestoppt. Circa 30 bis 35 Minuten für drei Miniaturen. Ja. Tja, ich hoffe, das Video hat wieder ein bisschen gefallen. Ich hoffe, meine allzu verschnupfte Stimme stört jetzt nicht sonderlich dem Painting-Flow bei euch. Und ich würde mir, oder wir würden sie natürlich unglaublich freuen über ein bisschen Support von euch im Rahmen eines Abos, Like, Kommentar oder what else. Spreaden wir einfach diesen Wahnsinn des besten Hobbys, was es gibt letztendlich. Und ja, wir sehen uns quasi beim nächsten Mal. Schönen Abend, Palim Palim, das war's, und ja, bis zum nächsten Mal, euer Roman. Nicht vergessen, am Schluss vom Video gibt es natürlich noch Pictures und Bilder von den fertigen Miniaturen. Fertig und Servus!